Heute möchten wir Ihnen einen Beitrag vorstellen aus JAMA Internal Medicine von Schenker über das Sterben sprechen. Das Erste, was mir auffiel, war Ihr Bauch. Er ragte kuppelförmig unter dem Laken hervor, als würde sie einen Gymnastikball auf dem Bauch halten. Ihre Hände lagen an ihren Seiten, eine davon wurde von einer jungen Frau, ihrer Tochter, gehalten und kräftig gestreichelt, die erwartungsvoll aufschaute, als ich das Zimmer betrat. Sie wollte antworten und ihre erste Frage war, warum die Flüssigkeit nicht aus dem Bauch ihrer Mutter entfernt worden war. Zu Hause war dies wöchentlich geschehen, während sie eine Chemotherapie gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs erhielt, der sich um ihre Eingeweide gewickelt, ihre Leber befallen und ihren Bauch mit bösartigen Zellen gefüllt hatte. Als Palliativmediziner war ich gebeten worden, sie wegen ihrer Schmerzen zu untersuchen. Beim Durchlesen ihrer Krankenakte sah ich, dass sie vor 5 Tagen ins Krankenhaus eingeliefert worden war. An ihre Behandlung waren viele Spezialisten beteiligt, deren Notizen sich auf den jeweiligen Körperteil oder das System ihres Fachgebiets konzentrierten. Patientin mit Behandlungsteam und Kollegen besprochen. 62-jährige Frau mit fortgeschrittenem metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs unter Vollfirinox, Zyklus 9 mit Panzytopenie. Dies ist wahrscheinlich auf die Chemotherapie zurückzuführen, aber der Thrombozytenabfall ist etwas früh. Das hämolytische Workup scheint negativ zu sein. Wir stimmen mit der weiteren Evaluierung der Laborwerte überein und werden sie überprüfen, um sicherzustellen, dass sie im Aufwärtstrend sind. Werde Dr. M. bezüglich der Aufnahme der Patientin auf den neuesten Stand bringen. Die Patientin muss Dr. M. nach seiner Entlassung ambulant aufsuchen. Viszeralchirurgie mit einem Konzept für den Verdauungstrakt. Wiederaufnahme der totalen parenteralen Ernährung. Breitspektrum-Antibiotika in Erwartung von Kulturen gemäß Empfehlung der Infektiologen. Rücksprache mit Gastroenterologen bezüglich Gallenwege. Primärversorgung gemäß den Empfehlungen der internistischen Intensivstation. Wird weiter verfolgt. Interventionelle Radiologie in Bezug auf den Aszitis. Das Legen eines Pleuraxkatheters ist angesichts der niedrigen neutrophilen Zahl der Patienten mit einem extrem hohen Risiko verbunden. Wenn sich die absolute neutrophilen Zahl verbessert und die Thrombozytenzahl höher ist, kann die interventionelle Radiologie erneut konsultiert werden. Als ich die Patientin nun kennenlernte, wunderte ich mich im Stillen über die ausschließliche Konzentration auf ihre Krankheit und ihre Organsysteme. Die Frau in dem Bett vor mir wurde mit keinem Wort erwähnt. Keine Beschreibung ihrer eingefallenen Schläfen oder ihrer zerschundenen Arme. Keine Aufzeichnung darüber, was sie sich erhoffte oder wovor sie am meisten Angst hatte. Wer würde derjenige sein, der einen Schritt zurücktritt, der auf der Tretmühle des Krankenhauses auf Pause drückt, um die Fäden ihre Geschichte zusammenzufügen und das Gespräch darüber zu beginnen, was als nächstes geschah. Wer würde derjenige sein, der ihr sagen würde, dass sie sterben würde? Ich verließ das Zimmer und traf auf das medizinische Team, das sie betreute. Wie ist Ihr Eindruck, wie die Dinge laufen, fragte ich das medizinische Personal. Ihr Krebs spricht nicht auf die Chemotherapie an, meinte ein Mitarbeiter. Ihre Blutwerte haben sich nicht erholt, meinte ein anderer. Wie wäre es mit »Sie stirbt«, schlug ich vor und erntete verlegenes und zustimmendes Nicken. Sterben war sowohl zu einfach als auch zu kompliziert, um es zu begreifen. Es bedeutete, dass unsere Diagnoseinstrumente und Krankenhausroutinen plötzlich nicht mehr ausreichten. Ich erkannte das Gefühl der Hilflosigkeit und des Unbehagens in den Augen der Mitarbeiter. All die Dinge, die täglich bei der morgendlichen Visite sorgfältig gezählt, aufgezeichnet und gemeldet worden waren, spielten keine Rolle mehr. Wo sind wir geblieben?
Wo blieben die Patientin und ihre Tochter? Was konnten wir jetzt anbieten? Als Palliativmediziner habe ich das Privileg, an vielen Gesprächen über das Sterben teilzunehmen. Ich habe beobachtet, wie die Worte "Sie werden sterben" die Spannung in einem Raum zum Platzen bringen können, wie eine Nadel in einem Luftballon, sodass Raum für neue Hoffnungen und Ängste entsteht. Die Angst, Schmerzen zu haben. Die Hoffnung, zu Hause zu sterben. Die Angst, eine Rechnung unbezahlt zu lassen oder Beziehungen ungelöst zu lassen. Der Wunsch, ein Schluck Bier zu trinken oder ein Eis zu schlecken. Nach draußen zu gehen und den Himmel zu sehen. Mit einem Gewehr auf der Veranda zu sitzen und auf die Kaninchen zu schießen. Den Tod anzuerkennen hilft uns, uns wieder auf das Leben zu konzentrieren. Ich habe auch festgestellt, dass das Reden über das Sterben die Distanz zwischen mir und meinem Patienten verringert. Die Erfahrung des Todes ist universell, da gibt es keine Hierarchie. Ich muss mein medizinisches Wissen beiseite legen. Die täglichen Berichte mit diagnostischen Testergebnissen und Laborwerten, die ich mit mir herumtrage und hinter denen ich mich leicht wie ein Schutzschild verstecken kann, werden bedeutungslos. Stattdessen komme ich mit Taschentuchboxen bewaffnet und auf Tränen vorbereitet. Mein weißer Kittel schützt mich nicht vor der traurigen Stimmung, die diese Gespräche mit sich bringen. Ich denke über meine eigene Sterblichkeit nach. Ich denke an die jüngste Krebsdiagnose eines Freundes und die letzten Lebenswochen meiner Großmutter. Ich weiß die Umarmungen meiner Tochter und die Witze meines Sohnes noch mehr zu schätzen. Ich schreibe meinem Mann eine SMS, um ihm zu sagen, ich liebe dich. Über das Sterben zu sprechen, erinnert mich daran, dass wir in einem Moment weinen und im nächsten lachen können. Dass Menschen einander heftig und beschützend lieben, dass Trauer sich als Wut manifestieren kann. Dass sich letztlich niemand für Akademiker oder Politiker interessiert, sondern jeder auf der Suche nach Sinn und menschlicher Verbundenheit ist. Später am Nachmittag kehrten das Team und ich in das Zimmer der Patientin zurück. Nachdem wir sie um Erlaubnis gefragt haben, teilten wir ihr und ihrer Tochter die Neuigkeiten mit. Sagen Sie es mir direkt, forderte sie. Beschönigen Sie nichts. Ich glaube, Sie werden sterben, sagte ich und hielt dann inne, um den Emotionen im Raum Raum zu geben. Die Assistenzärzte und der Onkologe standen in einer Reihe an der Wand, hielten gemeinsam den Atem an und studierten ihre Schuhspitzen. Verdammt, wie lange wissen Sie das schon? Schoss die Patientin zurück. Es war nicht wirklich eine Frage, sondern eher ein Appell. Denn bis zu diesem Zeitpunkt waren ihre Ärzte nicht ehrlich zu ihr gewesen. Sie hatten sich darauf konzentriert, die Laborwerte zu korrigieren und das Versagen von Organsystemen zu diagnostizieren. Bis dahin hatte niemand zugegeben, wohin die Dinge führten oder was nicht zu beheben war. Es tut mir so leid, sagte ich. Wir atmeten alle aus. Und von da an ging alles ganz schnell. Der Patientin war klar, dass sie den Rest ihres Lebens zurückhaben wollte. Sie lebte mehrere Stunden entfernt auf dem Land und wollte nach Hause. In ihrem Wohnzimmer gab es ein Fenster, das auf eine Wiese mit Pferden hinausging. Ihre Enkelkinder würden sie besuchen können. Ihr Pastor könnte vorbeikommen. Wir begannen, ihre Schmerzen aggressiv zu behandeln und organisierten einen Hospizdienst, der sie im Haus abholen sollte. Sie verließ das Haus in einem Krankenwagen. Ihre Tochter hielt noch immer ihre Hand. Für mich war dies etwas, das wir anbieten konnten. Nicht das, was sich jeder von uns erhofft hatte, aber auch nicht nichts. Als ich mich danach bei dem medizinischen Team meldete, stimmten sie mir zu.
Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir die Patienten im Stich gelassen haben, sondern dass wir sie mit dem, was wir zu geben hatten, gestützt hatten. Mit unserer Ehrlichkeit und unserem Mitgefühl. Über das Sterben zu sprechen, gibt uns allen die Erlaubnis zu leben. Dankbar, unumwunden und im gegenwärtigen Moment. Das ist ein kleines Geschenk für unsere Patienten und für uns selbst. Weitere Informationen und Ergebnisse können Sie in JAMA Internal Medicine frei verfügbar nachlesen.